Gegen 8 Uhr am Samstag, 11. Mai, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Unfall auf der B87 gerufen. Zwischen der Rohrauer Heide und der Ortslage Wüstermarke bei Luckau war ein polnischer Sattelzugfahrer auf gerader Strecke von der Straßenkante abgerutscht, konnte sich nicht aus der misslichen Lage herausmanövrieren und kippte komplett mit seinem Fahrzeug um. Die gesamte Straße ist blockiert, Polizei und Feuerwehr nehmen ihre Arbeiten auf. Durch die Straßenmeisterei werden Umleitungsmaßnahmen eingeleitet. Wie lange die Arbeiten auf der B87 andauern, ist für den Moment noch nicht zu überschauen. Der Sattelzug kam aus Richtung Herzberg und hatte Futtermittel geladen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.